tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Zesurio vor. Zesurio ist die Weiterentwicklung von Gladiantri und hat wie dieses einen Unlicht-Stahl-Typ, was ihm eine Doppelschwäche gegen Kampf, eine Schwäche gegen Boden und Feuer, eine Resistenz gegen Normalpflanze, Eis, Fluggestein, Drache, Unlicht und Stahl sowie eine Immunität gegen Psyche und Gift gibt. Bei Zesurios Basiswerten stechen nur Angriff und Verteidigung richtig heraus, während der Rest der Statuswerte eher unterdurchschnittlich ist. Die EV verteilen wir hier voll in KP und Angriff mit einem harten Wesen, um den Angriff zu maximieren. Die letzten 4 EV kommen einfach in die Initiative. Als Fähigkeit nimmt man Siegeswille. Siegeswille erhöht jedes Mal Zesurios Angriff um 2 Stufen, wenn irgendeiner seiner Statuswerte gesenkt wird. Praktischen Nutzen hat das, wenn der Gegner versucht, Tarnsteine mit Auflockern wegzumachen, dadurch Auflockern der Fluchtwert gesenkt wird. Oder aber, wenn euer Gegner kurz nicht nachdenkt und ein Pokémon mit Bedroher reinwirft. Der senkt zwar euren Angriff auch um 1 Stufe, allerdings gibt's anschließend durch Siegeswille gleich wieder 2 Stufen obendrauf. Im Moveset benutze ich hier Eisenschädel, Tiefschlag, Psychoklinge und Abschlag. Die meisten Attacken erklären sich von selbst. Eisenschädel und Abschlag sind die Main-Step-Attacken. Psychoklinge ist Coverage gegen Kampf-Pokémon und Tiefschlag ist eine weitere Step-Attacke mit Prio. Als Item hat man hier eine Menge Möglichkeiten. Mein persönlicher Favorit ist die Offensivweste, da es Zesurios schwächere Verteidigung gut ausgleicht und er so auf beiden Seiten ordentlich was wegstecken kann. Ein Fokusgurt ist eine Möglichkeit, um Kampfattacken zu überleben. Der Lebenorb verstärkt den Schaden um 30% und das Schattenglas gibt 20% auf Tiefschlag und Abschlag. Zesurios Spielweise gestaltet sich recht simpel. Werft es irgendwo rein, wo ihr einen Boost mit Siegeswille bekommen könnt, wenn möglich, und fangt an, auf alles drauf zu hauen, was ihr vor euch seht. Wenn euer Gegner Kampf-Pokémon hat, dann könnt ihr, wenn euer Gegner einen Tiefschlag von euch erwartet, einfach mal auf Psychoklinge gehen, um Reimen zwischen den Kampf-Pokémon schön willkommen zu heißen. Als Teampartner eignen sich zum einen Pokémon, die Tarnsteine legen können, um den Gegner dazu zu bringen, Auflockern einzusetzen, um Nutzen von Siegeswille zu bekommen. Zum anderen aber auch Pokémon, welche Kampf-, Feuer- und Bodenattacken gut wegstecken können. Gengar und Tornupto würden sich hierfür sehr gut anbieten. Das war's jetzt aber schon wieder von meinem Zesurio, und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.